بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد wir machen weiter بإذن تعالى mit den 40 Nawawi Hadithen von Imam Nawawi und wir sind bei Hadith 39 Barakallahu fikum. Und zwar an Ibn Abbas radiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam qal inna allaha tajawaza li an ummati al khata'a wal nisyana وَمَا اسْتُكْرِهُ عَلَيْهِ حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وهو صحيح والله تعالى على وعلم إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه زين قميس إن شاء الله يبزت بارك الله فيكم الله سبحانه وتعالى تجاوز Das bedeutet, er wird nicht abrechnen oder er wird subhanahu wa ta'ala das nicht berücksichtigen. Allah subhanahu wa ta'ala wird das nicht berücksichtigen am letzten Tag, was meine Umma fehlhaft gemacht hat oder vergessen hat oder was gezwungen war. Das bedeutet, wir reden hier über drei Hauptthemen. Und zwar, barakallahu fikum, Fehler, Vergesslichkeit und Zwang. Das sind die drei Hauptthemen. Diese drei Hauptthemen werden nicht berücksichtigt am letzten Tag. Allah subhanahu wa ta'ala wird die Leute nicht zur Rechenschaft ziehen, wenn sie das gemacht haben. Das werden wir bi'idhni ta'ala erklären, barakallahu fikum, in diesen paar Minuten, die wir für das Hadith nehmen. Übrigens, dieses Hadith hat viel mit Fiqh-Themen zu tun, mit Handlungen, mit, sage ich jetzt, mit Themen, die man normalerweise praktisch macht. Aber wir werden allgemein, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan, erklären. Natürlich, barakallahu fikum, in Sahih Muslim hat Ibn Abbas, Ridwanullah alayhi, erklärt, und zwar, als Allah subhanahu wa ta'ala herabgesandt hat, Rabbana, la tu'akhidna, innasina au akhta'na. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, qad fa'alt, das wird, ich habe das gemacht. O Allah, ziehe uns nicht zur Rechenschaft diesbezüglich, was wir vergessen haben und was wir fehlhaft gemacht haben oder getan haben. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, barakallahu fikum, Abu Huraira hat das überliefert, das bei Daraqutni, Allah subhanahu wa ta'ala berücksichtigt nicht oder sieht das subhanahu wa ta'ala über, dass meine Umma oder Allah subhanahu wa ta'ala berücksichtigt das nicht, der wird da meine Umma nicht zur Rechenschaft ziehen, wenn sie etwas in sich haben, das wird gedankenmäßig, und wenn sie gezwungen werden, außer dass sie das sagen oder tun. Das bedeutet, wenn jemand einen Gedanke im Herzen hat, Schlechtes zu machen, solange man das nicht sagt, solange man das nicht tut, diese Person ist fehlerfrei und es wird mit ihm nicht abgerechnet für das, was er von Gedanken hat. Und auch, barakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِمْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ. Das bedeutet, es gibt keine Sünde, wenn ihr etwas getan habt, fehlerhaft. Aber wenn ihr das beabsichtigt, wenn ihr das absichtlich gemacht habt, dann wird mit euch abgerechnet. Und weiterer Hadith, was klar ist, wenn derjenige, der ein Urteil geben will, von einem Gelehrten zum Beispiel, der will ein Urteil geben, der bemüht sich und der macht Fehler,
der wird einen Lohn bekommen. Und wenn er richtig macht, dann bekommt er zweimal Lohn. Das wird eine Person, die bemüht sich und trotzdem macht Fehler, bekommt man dafür Lohn. Weil die Person ohne Absicht diesen Fehler gemacht hat. Deshalb erstmal, barakallahu fikum, al-khata'u wa-nisyan, Fehler und Vergesslichkeit. Al-khata, was bedeutet Fehler für uns? Al-khata, was ist das? Das ist, dass man etwas beabsichtigt, aber man tut etwas anderes. Zum Beispiel, ich beabsichtige, ihm den Becher zu geben. Ich will, dass er den Becher, das ist meine Absicht. Aber ich gebe ihm das und dann fällt das von meiner Hand auf seinen Laptop. Und sein Laptop geht kaputt. Wo ist der Fehler? Der Fehler? Ja. Der Schiff macht keinen Fehler. Nee, der Fehler war, ich hab das nicht beabsichtigt, aber ich habe hier Fehler gemacht, weil das Wasser auf seinem Laptop ist, aber Allahu a'lam, ob er nach einem Monat schläft. Das ist die Sache. Das ist Barakallahu fikum, sagt Allah. Zum Beispiel. Das ist Al-Khata. Vergesslichkeit, Barakallahu fikum. Man will etwas tun, aber bei der Handlung, bei der Praktizierung, vergisst man, was man machen wollte. Und deshalb hat man vergessen und da wird er nicht zur Rechenschaft gezogen. Aber das heißt nicht, wenn man einen Fehler begangen hat oder etwas vergessen hat, dass die Pflicht aufgehoben ist oder dass er diese Pflicht nicht mehr macht. Beispiel. Eine Person hat gebetet ohne Wudu. Hat vergessen. Kein Wudu genommen, hat gebetet. Und danach erinnert er sich, dass er ohne Wudu gebetet hat. Das heißt nicht, dass er das Gebet vernachlässigt. Nein, der muss das Gebet verrichten. Eine Person verschläft das Gebet. Oder eine Person vergisst das Gebet. Deshalb muss man das beten, wenn man barakallahu fikum wa zakum Allah khair, wenn man sich erinnert oder wenn man verschlafen hat, wenn man wach wird, dann muss man das Gebet verrichten. Aber Allah subhanahu wa ta'ala wird diese Person nicht so sehr zur Rechenschaft ziehen, weil die Person das überhaupt nicht gemeint hat. Das geht hier um die Absicht. Und das ist sehr wichtig, weil wir immer sagen, Absicht und Handlung. Beide sind verbunden. Die Absicht muss gut sein und die Handlung muss nach der Sunna sein. So wird Allah von uns annehmen. Und wenn man etwas beabsichtigt, dann macht man etwas anderes. Da hat man Fehler begangen. Und für diesen Fehler wird man nicht zur Rechenschaft gezogen. Aber wenn man den Fehler beabsichtigt hat, oder wenn man sich erinnert hat und trotzdem nicht macht, dann wird man, barakallahu fikum, zur Rechenschaft gezogen. Und da gibt es hier sehr viele Themen, die man, barakallahu fikum, als Beispiele nehmen kann. Angenommen, die Frage ist jetzt, ob man gesündigt hat, wenn man vergessen hat, oder wenn man fehlerhaft etwas macht. Gesündigt ist der Moslem nicht. Der hat nicht gesündigt. Aber heißt das, dass die Tat vollzogen ist? Nein. Der muss die Tat noch vollziehen. Und deshalb bei bestimmten Themen, wenn man auch Fehler macht, dann muss man auch Sühne erbringen. Zwar zum Beispiel, wenn man jemanden tötet, aber falsch tötet. Das wird man hat nicht, man wollte nicht jemanden töten. Angenommen zum Beispiel, du bist auf der Straße und du fährst dein Auto und auf einmal sozusagen, du merkst nicht ein Auto und du gehst zum Beispiel auf der anderen Seite und dann schlägst du gegen
eine Person oder überfährst du eine Person. Du hast das überhaupt nicht gemeint. Aber hier auch gibt es Sühne dafür. Und zwar, Barakallahu fikum, die Person muss Kafara bringen. Das bedeutet, der muss Sühne dafür bringen, weil er das gemacht hat. Obwohl das, sage ich jetzt, unabsichtlich war. Sondern in bestimmten Themen, und die sind sehr wenig in unserer Religion, da muss man Barakallahu fikum auch Sühne geben. Beispiel, zum Beispiel Scheidung. Eine Person sagt ja seiner Frau, ja, du bist geschieden. Dann sagt er, ich habe Fehler gemacht. Das zählt nicht. Der hat gesagt, du bist geschieden, dann ist sie geschieden. Aber zum Beispiel eine Person vergisst, dass er sich von seiner Frau scheiden lassen hat. Und dann später erinnert er sich, der muss, zum Beispiel, der hat dreimal Scheidung schon gemacht. Und ist mit ihr geblieben, weil er immer gedacht hat, er hat zweimal gesagt. Wenn er sich erinnert, dass er dreimal Scheidung ausgesprochen hat, der muss sofort diese Frau verlassen. Und andere, es gibt so viele Themen, Barakallahu fikum. Zum Beispiel eine Person fastet und vergisst und isst und trinkt. Der braucht das Fasten nicht nachzuholen, der macht das Fasten weiter, weil wir einen Beweis dafür haben. Deshalb seht ihr bitte diese Möglichkeiten. Eine Person macht etwas ohne Absicht falsch, da muss er Sühne geben. Eine Person macht das ohne Absicht, der muss gar nicht und der macht seine Ibadah weiter. Eine Person macht das falsch, der muss das wiederholen. Aber bei den dreien gibt es keine Sünde, die gezählt wird. Und es geht um dieses Thema genau. Das geht hier darum, wenn jemand vergessen hat oder wenn jemand Fehler begangen hat, dann wird das nicht als Sünde gezählt, weil die Person das nicht beabsichtigt hat. Und der Islam sieht das ein. Also der schützt derjenige, der ohne Absicht etwas macht. Nicht wie in bestimmten Gesetzen und in bestimmten Ländern, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Das ist Barakallahu fikum das Erste. Das Zweite ist Al-Ikrah. Al-Ikrah bedeutet Zwang. Weil der Prophet sagte, Umastukruhu alayhi. Und hier ist Zwang. Wir haben zwei Arten, hauptsächlich von Zwang. Zwang, das bedeutet, du musst etwas tun, ohne dass du die Wahl hast. Das ist Ikrah. Also es gibt keine Möglichkeit, dass du wählst. Und zwar Zwang gibt es zum Beispiel, dass du überhaupt keine Wahl hast. Überhaupt keine. Und keine Möglichkeit hast, keine Möglichkeit abzulehnen. Oder das, was von dir zwangmäßig verlangt wird, abzuweichen. Wie zum Beispiel, wenn jemand einen anderen trägt und der schmeißt ihn auf den anderen. Du hast keine Möglichkeit. Oder zum Beispiel, eine Frau wird gefesselt und wird vergewaltigt. Der hat doch keine Möglichkeit hier. Deshalb, die hat überhaupt keine Sünde begangen. Und sie ist vor Allah subhanahu wa ta'ala rein. Weil jemand sie vergewaltigt hat. Aber wenn sie die Wahl hat, ist total was anderes. Dann Barakallahu fikum, die zweite Art ist, wenn jemand gezwungen wird, was anderes zu machen, im Recht von den anderen. Das bedeutet, man hat zum Teil Möglichkeit abzulehnen. Aber man hat Angst. Wenn man das nicht tut, dann wird man Ärger bekommen oder dann wird man Probleme bekommen. Wie zum Beispiel, wenn jemand anderen zwingt, einen zu töten. Jemand will dich zwingen, jemanden zu töten. Hier, du hast die Wahl, du sagst nein. Und deshalb sagen manche Gelehrten, dass Zwang in den Wörtern ist und nicht in Handlungen, nicht in Taten.
Aber wenn jemand sagt, ja, ich bin ein Soldat und wenn ich die Leute nicht töte, dann werden sie mich töten. Da gibt es manche Gelehrten, die sagen, ja, das ist hier, pass auf, nicht unter Zwang, sondern in so einer Art oder Form wie im Zwang. Aber eigentlich, der darf das nicht machen. Der darf das nicht machen, barakallahu fikum, wa jazakumullahu khairan. Weil man nicht das Vermögen, das Leben oder Blut von den anderen verletzen darf. Und wenn auch jemand dich zwingt, dann darfst du das nicht machen. Außer in einem Fall, wenn du dein Leben retten willst, indem du aktiv wirst. Nicht indem du im Auftrag von anderen bist. Und das ist genau, was heute passiert. Diese Soldaten oder Polizei, die die anderen töten, mit der Behauptung, wenn sie das nicht tun, dann werden sie Probleme bekommen. Die sind unter Zwang, die sind nicht unter Zwang. Das stimmt nicht. Die sind nicht gezwungen, das zu machen. Der wirft seine Waffe, der flieht weg und der tötet nicht die anderen. Und deshalb diese Sache, dass man sagt, ja, der ist unter Zwang, das ist überhaupt nicht der Fall. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Jemand zwingt dich, Alkohol zu trinken. Du kannst das ablehnen. Aber wenn sie dich fesseln und deinen Mund aufmachen und dann sozusagen Alkohol gießen in deinen Mund, dann kannst du, hast du nicht dafür. Du kannst nicht. Du bist jetzt von dem ersten Art. Aber von der zweiten, das ist nicht so. Und Allah subhanahu wa ta'ala, barakallahu fikum, sagt, وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ. Das, es gab bei Abdullah ibn Ubay ibn Salul zwei Sklavinnen und er hat sie gezwungen, Zina zu begangen und sie wollten nicht, der Heuchlerführer, der wollte, dass sie Zina begehen und sie wollten das nicht. Dann hat Allah subhanahu wa ta'ala Koran herabgesandt, ihr dürft das nicht machen. Und deshalb, barakallahu fikum, zakum lakhayran, in bestimmten Themen, wenn man um sein Leben bangt oder wenn man Angst hat um sein Leben, um das Leben, dann dürfte man bestimmte Wörter sagen, aber nicht bestimmte Taten, die im Recht von den anderen liegen. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Ammar ibn Yasir, barakallahu fikum, hat den Propheten sallallahu alaihi wasallam beschimpft und hat den Islam beschimpft, als er Angst um sein Leben gehabt hat, weil er gesehen hat, wie seine Mutter und sein Vater getötet waren, vor seinem Augen. Deshalb hat Allah, der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, fragt ihn, wie ist dein Herz? Der sagt, voll mit ihm. Aber ich habe das gemacht, weil ich unter Zwang war. Der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam hat ihm gar nicht gesagt, du warst unter Zwang. Jemand zum Beispiel jetzt tut eine Pistole auf deinen Kopf und der sagt dir, du sollst jemanden anrufen. Wenn du Angst um dein Leben hast, dann darfst du in diesem Zusammenhang das machen. Aber du darfst nicht andere töten, weil du behauptest, du wärst unter Zwang. Allah subhanahu wa ta'ala sagt auch, وَإِنْ جَاهَدَكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Wenn dein Vater, deine Mutter dir sozusagen dich bemühen, dass du und dir befehlen, dass du Schirk begehst, dann darfst du das nicht machen. Und du musst aber gut zu ihnen sein. Man kann nicht sagen, ich bin unter Zwang. Und hier, barakallahu fikum, diese drei Themen, Al-Khata, Al-Nisyan, Al-Sukru, Al-Ikrah, das bedeutet Fehler, Vergesslichkeit und Zwang. Viele Leute in unserer Zeit, sie nutzen das aus. Sie geben das als Ausrede, dass sie gezwungen sind. Aber keiner hat sie gezwungen. Zum Beispiel, wer zwingt einen Moslem heute, einen Kredit aufzunehmen, um ein Haus zu kaufen? Oder wer zwingt einen Moslem, zum Beispiel einen Kredit aufzunehmen, um ein Auto zu kaufen? Keiner. Deshalb, barakallahu fikum, da sollte man diese Themen verstehen. Wir müssen von Fähigkeit sprechen, von Wissen sprechen und von Zwang sprechen und wir müssen die Unterschiede verstehen und begreifen. Du bist nicht unter Zwang. Solange du Wahl hast,
Wenn du keine Wahl mehr hast, dann bist du unter Zwang. Solange du etwas beabsichtigt hast, dann kannst du nicht mehr sagen, das ist Fehler. Solange du dich erinnerst und dabei, wenn du etwas tust und du erinnerst dich, das ist falsch, dann kannst du nicht sagen, ich habe vergessen. Aber wenn du wirklich etwas ohne Zwang machst, ohne Absicht machst, du beabsichtigst zum Beispiel, jemandem was Gutes zu tun und dann kommt das schief, dann bist du nicht, hast du nicht gesündigt. Ja? Und das ist dieses Hadith, Barakallahu fikum, und dieses Hadith belegt, wie Allah subhanahu wa ta'ala barmherzig mit uns ist, subhanahu wa ta'ala. Überleg dir. Und dafür gibt es, Barakallahu fikum, die drei letzten Ayat von Surat al-Baqarah, wenn du das liest. Und zwar, Barakallahu fikum, وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهِ. Wenn ihr das zeigt, was ihr in euren Innern ist, oder wenn ihr das preisgibt, oder wenn ihr es versteckt, Allah wird mit euch abrechnen. Dann kamen die Sahaba zum Propheten, die haben gesagt, O Gesandter Allahs, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns für das, oder zur Rechenschaft zieht, für das, was wir in Gedanken haben, das können wir nicht. Dann hat Allah subhanahu wa ta'ala herabgesandt, La yukallifu Allahu nafsan illa wisa'aha. Laha ma kasabat wa alayha ma kasabat. Das hat Allah subhanahu wa ta'ala verlangt von einer Seele nicht mehr, als was sie verträgt. Das heißt, was du getan hast, wirst du zur Rechenschaft gezogen. Was du nicht getan hast, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala dich nicht zur Rechenschaft ziehen. Und unter anderem hier, dann sagen die Gläubigen, Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana, Allah sagt, qad fa'alt. Dass wenn du etwas vergessen hast oder wenn du Fehler begangen hast, dann mach dir keinen Kopf. Du hast keine Sünde begangen. Aber wenn du weißt, dass etwas falsch ist, oder wenn du Zweifel hast, dass etwas falsch ist, und du machst das, dann mach dir Kopf, weil du die Wahl gehabt hast. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Das ist Barakallahu fikum, Hadith Nummer 39 von 40 Nawawi Hadithen. Barakallahu fikum nochmal. Inna Allah ibn Abbas radiyallahu alayhi sagte, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. خير. Bitte, wenn ihr Fragen habt, dann schnell. Ja. Ich glaube, ich habe das richtig verstanden. Wenn man sich zum Beispiel beim Militärdienst den Bart schneidet, weil es der Kommandant so will, dann ist man gesündigt. Also schon. Natürlich, weil warum bist du zum Militärdienst gegangen? Kann man verweigern. Natürlich. Sollte man verweigern. Sollte man sagen, ich trage keine Waffe. Was können Sie machen? Ausbilder. Ja, dann machst du Zivildienst oder du machst was anderes. Gibt's nicht bei uns. Doch, es gibt immer Möglichkeiten, wenn man auf Allah subhanahu wa ta'ala vertraut. Na. Ja, also das nur als Beispiel. Und zwar, wenn jetzt zum Beispiel in dieser Straße so einer gibt, der alle so tötet und so, und man ist alleine im Haus, dann hat irgendwie die Tür geklopft und da war einer in Schwarz. Er lief so rum und man klärt ihn dann ab, aber er war es nicht, irgendein anderer, der irgendwas fragen wollte. Was ist, hast du heute einen Film angeschaut? Geht das als Fehler? Wie? Naja, wenn du ihn jetzt getötet hättest, weil du gedacht hättest, wenn das jetzt dieser eine wäre. Ja, da muss man Sühne dafür geben. Der meint jetzt, eine Person zum Beispiel will die anderen töten und so weiter. Und du denkst, diese Person will dich töten und deshalb tötest du ihn. Das ist eine andere Person, die hat. Nee. Nein, der macht Mord, aber er tötet aus Versehen jemand anderes. Das ist, was man das weiß. Ja, warum will er die anderen töten? Naja, weil er ihn wehen tun wird. Ja? Weil er ihn tötet, den er sieht. Ein Amokläufer. Ja. Amokläufer. Ja, und du tötest den Amokläufer oder seinen Bruder? Nein, irgendeinen, der so was tragen wollte. Ja, aber du denkst, dass dieser der Amokläufer wäre. Ja, dann hast du ihn getötet.
Ja, da hast du Fehler begangen hier. Da hast du ja nicht absichtlich jemanden getötet. Nein. Du musst Sühne. 2 Monate Fasten und ein Dia für seinen. Okay, wenn man gezwungen wird, Schirk oder Kufur zu begehen, und man hat keine Chance auszuweichen, gibt es einen Unterschied, ob man gezwungen wird, einen Spruch zu sagen, etwas zu sagen mit der Zunge, was Schirk oder Kufur ist, oder zwischen der Tat? Deshalb habe ich gesagt, es gibt großen Unterschied zwischen einer Tat und einem Wort. Wenn jemand dich zwingt, jemanden zu töten, ist anders, als wenn jemand dich zwingt, jemanden zu beschimpfen. Okay, aber das ist in dem Recht der anderen. Wenn das nicht richtig. Nichts mit dem Recht der anderen zu tun, nur mit dem Recht Allahs. Ja, dann darf er. Und da gibt es keinen Unterschied zwischen... Wort und Tat, kein Problem. Weil das in deinem, das geht mit, um deine Person. Aber das geht jetzt um eine andere Person. Okay. Verstehst du zum Beispiel, die sagen dir entweder, zum Beispiel, verletzt du dich selber oder wirst du getötet, dann verletzt du dich. Ja. Das ist hier kein Problem. Also, aber dass du einen anderen verletzt, das ist hier umstritten zwischen den Gelehrten. Heute die meisten Polizisten und Soldaten, die heute die Muslime töten, die kommen mit dieser Behauptung, wir sind gezwungen. Der sagt, ja, Abdul Ma'mur bin ich. Ich bin eine Sklave, die sozusagen befohlen wird. Und das stimmt nicht. Die haben die Wahl. Anstatt dass er schießt auf sein Volk, der sollte auf seinen Offizier schießen. Ja. Wenn man in der Lage ist, dass mir jemand jetzt eine Waffe am Kopf hält und der sagt mir, dass ich ein anderes Glaubensbekenntnis aussprechen soll, könnte ich doch einfach sagen, dass ich bei meinem Glaubensbekenntnis bleibe, dass ich dann inshallah Shahid bin, oder nicht? Natürlich. Aber es gibt bei uns Bilal, in dem er überhaupt nicht den Islam beschimpft hat. Und es gibt bei uns Ammar, in dem er das gemacht hat. Und beide sind Mu'minin, beide haben den vollen Iman. Aber einer hat von der Ausnahmegebrauch gemacht und der andere sagte, nein, ich mache keine Ausnahme. Natürlich, der Lohn ist mehr. Das ist ja da, aber da ist mehr. Ja, du wirst für deine Religion getötet, nicht für Geld. Weil es ja hieß, wenn du um dein Leben bist, das ist ja auch mein Leben. Ja. Jemand hält mir eine Waffe am Kopf. Ja, und deshalb, du musst abwägen, wie wichtig das ist. Angenommen jetzt, ich gebe dir ein Großgelehrter der Nation, und die halten ihm das und sagen ihm, entweder machst du Kufr oder wir werden dich töten. Der wird gebraucht doch. Der sollte überlegen. Wenn sie ihn so kalt töten, dann das ist das schlimm für die Umma. Für seine Person ist natürlich erst Shahid. Aber für die Umma ist wichtig. Da muss sie abwägen hier. Und deshalb der Schlaue ist derjenige, der in solchen Situationen abwägen kann. Was ist wichtiger? Soll ich mein Leben opfern oder soll ich sagen, nein, ich nehme den geringeren Übel in diesem Zusammenhang und mache ich Kufur, damit ich mein Leben rette. Manchmal brauchen wir eine Person und wenn 100.000 weg sind und diese Person bleibt am Leben, ist wichtiger für die ganze Welt. Ja. Das ist abwägen. Aber so, bitte nicht anfangen, jetzt Fragen konstruieren. Die Sache ist so, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns nicht in so eine Prüfung bringen. Weil das sehr schwer ist, eine Entscheidung zu treffen. Überleg dir, wenn jemand zum Beispiel dein Kind, du hast ein Kind und jemand tut eine Waffe auf seinen Kopf und er will ihn töten oder du musst was machen. Und wir haben in der Geschichte Leute, die gesagt haben, tötet mein Kind und ich bleibe auf dem richtigen Weg. Das ist sehr, sehr, sehr harte Entscheidung, aber jederseits.